Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück in Südhämmern. In-game ist es 8 Uhr morgens. Alle Felder sind Maximum gedüngt. Maximale Reifestufe der Früchte. Es kann wieder richtig losgehen. Ja, bei dem Video gestern ist mir ein großer Schnitzer unterlaufen. Ich wollte einen letzten Cut machen, habe aber die Aufnahme abgebrochen. Nochmal von vorne anfangen war nicht möglich. Es tut mir also leid. Ich hoffe, das kommt in der Form nicht mehr vor. Aber es ist auch im Moment. Ich weiß nicht, wie ihr das mit der Hitze empfindet. Im Moment ist es ist nicht so schlimm, ne, wie die heißesten Tage, die wir schon hatten. Aber so die letzten 4, 5 Tage, die Nächte, ich bin fertig. Ich habe kaum ein Auge zugemacht. Bis zum frühen Morgen. Und ja, jetzt hoffe ich, wird es langsam mal wieder kühler. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben wieder sehr viel zu tun am heutigen Ingame-Tag, um fertig zu werden. Wir haben noch gutes Geld auf dem Konto. Da kamen noch mal 60.000 von der BGA zu, natürlich auch ein paar Abzüge. Ich habe noch eine kleine Anschaffung gemacht vor der Aufnahme, um das noch mal so zu testen, ob das funktioniert. Da kommen wir dann auch noch später zu, wenn wir soweit heute kommen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, viel zu tun, ein bisschen umplanen, ein bisschen die Feldnutzung umstellen, damit wir die Erträge optimieren und. Aber Schluss mit dem Gesappel. Wir fangen jetzt erstmal an. Als erstes geht es mir um das Feld 32. Das möchte ich ändern. Da möchte ich jetzt zukünftig die Sojabohnen anpflanzen. Dann möchte ich die Zuckerrüben verlegen von 10 auf das Feld 14. Das hier oben mit den Raps kann so bleiben. Und dafür das verbundene Feld 8, 9. Das ist recht groß. Da möchte ich dann halt zukünftig Sonnenblumen ansehen, damit wir da auch mehr von haben. Gras für die Silage, Gras um Heu zu machen. Und dann gucken wir noch mal eben, das können wir jetzt auch machen. Hinten bei der Futterproduktionsanlage, was wir für Kuhfutter eventuell benötigen. Und dann können wir nämlich, wenn wir alle Vorräte da haben, also Stroh, Heu, Silage, kriegen wir locker hin. Wenn wir alle Vorräte da haben, beginnen wir schon mal hier das Kuhfutter zu produzieren und dann wird es Zeit, dass wir Kühe kriegen. Wir brauchen dringend Milch. So sehe ich das. So. Jetzt habe ich gerade noch davon getönt. Ich wollte das ja hier kaufen. Das werde ich mir gleich nochmal angucken in Ruhe. Obwohl, das könnte ich vorher machen. Auf jeden Fall, die Parzelle hier ist ziemlich teuer, 555.528. Aber es wird sich, denke ich mal, lohnen. Ich mache den Motor noch mal aus. So, jetzt bin ich nämlich neugierig. Brücke, 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 Brücke. Da, Hühnerstall. So, wir setzen das Tempo mal hoch. Dann gehen wir mal gucken. Was ist denn da auf der Seite Interessantes? Hüpf. Aha, ein Pickup. Paletten. Moin! Okay, er sitzt da rum. Haben wir denn hier irgendwas? Nee, das ist einfach nur so mal eine kleine Firma zur Zierde. Also nichts Tragisches. Was ist denn auf dem neuen Feld jetzt überhaupt drauf? Ölrettich, ja, so ein Zufall. Einfach mal durchgrubbern. Und dann können wir dann anschließend sofort ansehen. Und dann sind wir schon gleich auf 100%. Das ist ja toll. Na gut. Legen wir erstmal los. Ich beginne unten am Weizenfeld. Und ja. Halt! Ach, du ahnst es nicht. Ich hab den Zaun nicht gesehen. In den Kommentaren wurde erwähnt, ich könnte ja vor allem für den Mähdrescher eine Route einfahren,
damit der Drescher und anderes Equipment zum Feld von alleine fährt. Klingt für mich auch sinnvoll. Meine Überlegung war, mache ich das mit Crossplay oder fange ich schon an, Autodrive hier einzupflegen in Südhemmern, was ich eigentlich erst noch gar nicht vorhatte. Aber naja, Pläne sind dafür da, um sie zu ändern, ne? Gut, dass keine Funkzerstörung an ist. Gut, dass hier keine Laterne steht. mal sehen. Noch sind die Wege nicht so lang. Das heißt, das stört mich nicht, auch mal hier von Hand eben rüber zu fahren. Da breche ich mir bei keinem ab. Aber es wird mehr werden, dass wir zu Feldern müssen, die weiter weg vom Hof sind. Aber ich bin ja dann auch eher so geneigt, Zwischenstation oder Außenposten oder wie auch immer Plätze anzulegen, wo man Equipment stehen lassen kann für Felder, die einfach weiter weg vom Hof sind. Ne? So, das ist Feld 31. Flächen 13,5 Meter haben wir. Das ist wunderbar. Erster Wegpunkt. Aber das ist Weizen. Und ich brauche ja das Stroh. Ne? Strohablage anschalten. Mit Komma. Haben wir. Klasse. So. Lassen wir den mal losgurken. Der Ertrag hier ist ziemlich hoch, also werde ich dem auch, hat da rumgekleckert, egal. Also werde ich dem auch einen Abfahrer zur Seite stellen, dem großen Anhänger, nehme ich auch erstmal den großen Traktor für. Unseren Fendt mit richtig Power. Weil der muss ja auch über die Brücke rüber. Und. So. Sehr schön. Ach ja, neuer Tag, neue Ernte, neues Glück. Was will man denn mehr? Oh, mal gucken. So, kombinierter Modus. Drescher finden auf 31. Felder. 31 Abfahrer zu Hof Getreidesilo. Läuft das hier irgendwo lang? Ja, so ein Zufall. Das ist ja wunderbar. Naheliegender Wegpunkt. Ja. Moment. Ne, ist doch richtig. Na, na, na. Na, 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 na. 5,5 Meter. Nein. Und hier bei 75%. Das heißt, vom Abstand müssen wir hier noch mal einen Blick riskieren dann. Damit der Abstand stimmt. Naja gut, werden wir machen. Ich habe das mal jetzt mal einen Moment im Auge. Bis gleich. Na gut, ich musste den Abstand mal von Hand fixen. Habe ich mich gar nicht für. Der war 5,5 eingestellt, halt hier zum Abtanken vom Tiger XL. Naja. Ich habe den jetzt umgestellt auf 10,7. Abstand vom Drescher, ne? Und voll über die Hohe. Das hat erstmal funktioniert. Gucken, wie viele Crashs da noch kommen. So. Einmal wird er noch hier auf dem kleinen Feld arbeiten. Zukünftig wird er halt dann auf den größeren Feldern. Ich will das wieder mit dem AI Vehicle Extension machen. So, links Kreisfahrt an. Offset weiter rückwärts gerade. Denkwinkel 50%. Ich gehe mal auf 100. Mal gucken, was er sagt. Präzision. Normal gehe ich mal auf hoch. So. Das und das und das und das und das. Okay. Dann schauen wir mal, wie das so wird.
Okay, wir lassen ihn laufen. Der braucht natürlich auch einen Abfahrer. Dafür kriegt er den Johnny. Der kriegt den kleinen Anhänger dahinter. Das reicht. Wir sind ja hier in der Nähe. Da kann man öfter trudeln. Ja. Jetzt wollen wir erstmal hier entsprechend die Einstellungen noch vornehmen. Kombinierter Kurs, Drescher erkennen auf Feld 10, 5,5 Meter. Mach das jetzt schon mal von Hand, ne? Scroll, scroll, scroll. So, abfahren bei 50% bitte. Weil da passt dann nur eine. Ach du Ahnung. Ja. Das wird spannend. Kursladen. Felder. 10. Kurze Frage. Er wird das nicht schaffen, den Tiger abzutanken. Da liegen wir im Weg. Weil in den Tiger passen 44.000 Liter. Und in den Anhänger nur 21.000, von daher von daher wird er oft fahren müssen, aber ich habe im Moment keinen weiteren großen Anhänger. Sollte ich vielleicht drüber nachdenken, den tatsächlich mal zu besorgen, noch einen zweiten Schrauben, so einen großen, ne? Weil wir ja auch bald einen zweiten Drescher brauchen. Vermute ich einfach mal. Aber wir brauchen noch so viel Fahrzeugequipment. Naja, ich behalte das jetzt auch hier nochmal einen Moment im Auge, dass das einigermaßen läuft. Der Tiger hängt da hinten schon wieder vom Baum. Das korrigiere ich eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Einigermaßen läuft das jetzt alles. Bei dem Drescher kam jetzt hier die Meldung, muss aufgetankt werden, sprich wenn der jetzt hier an dem Feld fertig ist und ich den verlege, muss ich den erst auftanken. Sonst habe ich nachher das Problem, dass er irgendwo liegen bleibt, weil der Tank leer ist. Jetzt kommt wieder diese bescheidene Situation, wo er dem Abfahrer vielleicht zu nahe kommt und dann anhält, weil er denkt, er kann abtanken. Der Abstand aber nicht reicht zum Abtanken. Und dann bleibt er einfach stehen. Nee. Nee. Na, ist doch super. Dann hat Quaspe das Problem schon gelöst. Okay. Der hat schon mal hier die erste Ladung Zuckerrüben rausgehauen und bleibt jetzt am Dach hängen. Ja. Ich brauche da noch einen zweiten großen Anhänger. Ich werde den jetzt auch losschicken hier, unseren kleinen Finn. Den möchte ich ja wie gesagt ersetzen, beziehungsweise vielleicht behalte ich den doch auf dem Hof. Ne? Als naja, Hoftraktor im Frontladerbetrieb, dass er für mich später die Aufgaben übernimmt, wozu man halt eine Schaufel braucht. Stall ausmisten, solche Geschichten. Aber jetzt mache ich den jetzt erstmal ready und schickt den hoch auf die Wiese. Der kann da schon mal Gras mähen, ne? So. Bis gleich. Abfahrer einstellen, Cosplay ausblenden. Let's go. Ja, für sowas ist der immer gut, der Kleine, ne? Düngen, hier Gras mähen. Frontladerbetrieb später. So. Also das macht der, ne? Ziemlich gut. Für dich. Also doch nicht ersetzen, sondern noch einen Traktor hinzukaufen. Mit ein bisschen mehr Power und so, ne?
Gut. Okay. Schauen wir mal weiter, was noch zu tun ist. Bis gleich. Gut. Während die Ernte der Zuckerrüben und vom Weizen jetzt läuft, der Abfahrer von den Zuckerrüben hätte sich fast versenkt vorhin. Aber nur fast. Habe ich noch was anderes gesehen. Das war die Düngerproduktion. Die hat aufgehört zu produzieren, weil sie voll ist. Ja, 50.000 Liter Dünger. Jetzt produziert die nicht weiter. Da ist aber noch genug an Gärresten drin. Also werde ich hier schon mal abzapfen. Dünger, 50.000 Liter. Wie schnell lädst du auf? Ja. Okay. Und ich werde dann den Dünger halt ins Multifruchtlager packen. Diese Ladung. Ja. Und dann kann die hier weiter produzieren. Dann stelle ich den brav beiseite, wo er nicht im Weg ist. Ja gut. Und dann kann es erstmal weitergehen. Ne? Das war also vom Bremsen her schlecht gemacht. So, stopp. Kein Symbol da. Ich drücke trotzdem jetzt mal I und es funktioniert. Also, ne, von daher gut. Bis gleich. Gut, das Weizenfeld ist abgeerntet. Der ist auch leer. Ich mache den jetzt fertig für den Straßentransport. Dann fahre ich den auftanken. Und dann geht das mit dem gleich weiter bei den Sojabohnen. Da sehen wir uns dann auch gleich wieder. Ja, das Betanken ist eigentlich relativ einfach hier. Ne? Man stellt den so in den Trigger der Zapfsäule, drückt R. Und dann kann man hier sehen, wie schrittweise die Tanknadel steigt. Und das dauert, ne? Aber Kraftstoff muss halt auch rein, sonst fahren die nicht. Ich will hier mal gucken. Also wir haben hier eine Menge Liter drin, eigentlich. Ja, aber mir reicht das nicht. Bei der nächsten Dieselproduktion werde ich hier die Hoftankstelle einmal nochmal ordentlich vollhauen. Ich will auch den Kompostmaster noch einmal richtig vollhauen mit Diesel. Damit da die Vorräte einfach da sind. Ja, und dann kann es weitergehen. Aber das Betanken dauert einen Moment. Wenn der gleich loslegt, ne, machen wir weiter. Okay, bis gleich. Na, schau dann. Der ist hier mit dem Grasmähen auf der 6 fertig für die Silage. Dann bringe ich ihn jetzt rüber zum nächsten Feld. Neben den Sonnenblumen. Das. Da kann er dann weiter Gras mähen fürs Heu. Da habe ich überhaupt noch keine Kurse. Doch, habe ich. Ah ja, gut. Wir gucken. Ne? Bis gleich. Inwiefern das hier gut geht, weiß ich noch nicht. Der Zaun hat keine Kollision, aber die Bäume halt schon. Bleibt abzuwarten. Ich habe jetzt hier zwei Vorgewände genommen. Und ich hoffe, die reichen. Kleines Feld. Ja. Ach. Wir lassen es einfach mal laufen und dann sehen wir es. So, was machen die anderen? Den muss ich jetzt erstmal wegbringen. Genau. Der hat noch Weizen geladen. So. Und dann brauche ich den großen Fendt halt noch für seine nächste Aufgabe, bevor es da weitergeht. Bis gleich.
Gut, das ist jetzt hier das Feld 32 mit dem Ölrettich, das wir vorhin noch gekauft haben. Ölrettich muss halt untergegrubbert werden. Das werde ich auch tun. Den Kurs habe ich generiert. Ich werde den nur einmalig hier brauchen. Deshalb, ich habe den jetzt zwar gespeichert für alle Fälle, aber einsortieren werde ich den nicht. Ne? Ist ja Schwachsinn. Er kriegt ein Vorgewende mit scharfen Ecken. Und das sollte meines Erachtens nach dann auch genügen. Ja, und der Fendt wird das machen. Das ist ein ziemlich großes Feld. Viel freiliegende Fläche drumherum. Das ist perfekt für Crosspferde. Und da, wie gesagt, kommen als nächstes die Sojabohnen drauf. Wer hätte es gedacht? Ja, Feld 10. Zuckerrüben, ne? Pappeln. Habe ich ja euch gefragt, wie ihr das macht mit Pappeln, Ansehen, Häckseln, welche Mods ihr dafür benutzt oder welches Equipment. Kam leider noch nichts in den Kommentaren. Habe ich noch ein bisschen Zeit mit. Vielleicht hat einer von euch ja doch noch eine Idee. Kann mir in den Kommentaren schreiben, wie ich das am besten mache. Ansonsten tüftel ich mir das nochmal selber aus. Ist ja gar kein Problem. So, dann gucken wir mal, was weiter zu tun ist. Unser kleiner Vario. So. Der ist soweit fertig mit Mähen. Das heißt, wir können das Mähwerk jetzt auch wegbringen. Und dann kriegt er den Schwader angehängt. Aber in puncto Schwader habe ich ein bisschen was verändert. Das zeige ich euch dann gleich. Also, ich habe mir dieses Prachtteil von Schwader nochmal zugelegt. Von Krone. Ich habe den schon mal verwendet im Unreal Farming Projekt, aber ich war mit dem nie so wirklich zufrieden, weil der irgendwie für mich optisch einen seitlichen Versatz hatte, was die Schwad angeht, zur Fahrzeugmitte, und er neigte dazu zu driften. Ne, wenn es irgendwie bergauf oder was schräg ging, dann rutschte er seitlich weg. Aber ich will ihm noch mal eine Chance geben hier. Ich will mir das noch mal anschauen, ob der nicht eventuell doch dazu geeignet ist, hier was zu machen. Wenn nicht, kommt er halt wieder weg. Der hat nur 15.000 gekostet. Aber wenn er funktioniert, erspart er mir natürlich Zeit und Arbeit bei den großen Flächen, die zu schwaden gilt. Ne? So, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Und ja, dann schauen wir mal einen Moment zu, was er macht, wie er macht, was er macht. Da ist richtig Arbeit da drüben mit dem Gruber, ne? Das ist ein Mordsfeld. Da machst du nichts. Nur auch gleich mal gucken. So. Ich bin ja mal gespannt. Also, ich sollte fairerweise besser ansetzen, bevor ich ihn mit der Arbeit beginnen lasse. Denke ich. Das ist so ein bisschen unschön gewesen. So. Aber jetzt. Oh, mal gucken. Wie gesagt, ne, das ist ein Mordsteil von Schwader. Dafür ist mit der Arbeitsbreite einfach dann am Ende auch weniger zum Rumzirkeln mit dem Ladewagen. So, seht ihr? Ah, einen seitlichen Versatz nach rechts. Das liegt aber an dem Schwader, ne? Ich will mal jetzt nicht so sein. Ich lasse den einfach hier mal alles durchschwaden. Teste den halt mal. Und dann werde ich mal gucken, wenn der mit dem Ladewagen loslegt, was das für ein Bild ergibt. Weil diese enorme Arbeitsbreite, die spart natürlich Zeit. Nicht nur beim Schwaden selber, auch später mit dem Ladewagen.
So, ich habe hier natürlich Vorgewände so viele wie möglich wieder genommen. Weich. Schauen wir mal, wie der das gemanagt bekommt. So. Kuban 26 Minuten 55, 54. Aber das Kuba-Bild ist sauber. Gut. Lassen wir die Gerätschaften erstmal arbeiten und wir gucken dann gleich mal, was wir noch tun können. Also auf dem Feld ist er fertig. Ja? Er hat einen guten Job gemacht eigentlich. Und bezeichnend war für ihn auch, er hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 25 km/h, aber bei den Kurven und so macht Crossplay den Vorteil wieder kaputt, weil es derzeit runtergeht auf nicht auf die Arbeitsgeschwindigkeit, sondern auf die Geschwindigkeit vom Wendemanöver. Naja. Ob den Job, den er jetzt gemacht hat, wirklich gut ist, sehen wir ja später, wenn wir mit dem Ladewagen darüber hoppeln, ne? Ob das dann mit dem Einsammeln klappt, wegen dem seitlichen Versatz und dem Drift, stellen wir dann fest. Ich bringe ihn jetzt mal hoch zur Wiese, für die Silage, und dann kann er weiterarbeiten. Und dann gucken wir mal. Feld 6, Gras für die Silage, Kurs ist generiert. Abfahrer einstellen, zackig. Da ist der Beginn. Dann lasse ich den jetzt hier auch noch sein Werk vollbringen und kümmere mich mal eben um alles andere. Gucken, was heute noch für die Aufnahme zu machen ist. Bis gleich. Bei der Rübenernte melde ich mal hier Vollzug und ich werde den Tiger jetzt reparieren, waschen und wegstellen. Der hat erstmal seine Schuldigkeit getan. Es war ein relativ kleines Feld, aber ja, ne? So ist er dann fit und frisch für den zukünftigen Einsatz auf dem größeren Feld mit Zuckerrüben. Ist nicht ganz sauber hier, aber naja. Bis gleich. Da die Weizenernte abgeschlossen ist, habe ich mir gedacht, ich hole mal eine ganze Ladung von dem Weizen hier raus. Durchdrehende Reifen. Okay. Und pack das in unsere Saatgutproduktion. Da, Weizen. 58 da. Ne? Naja. Wir haben dann nicht so viel Weizen für Mehl und den Weiterverkauf. Dann, aber das ist ja egal. Wir machen jetzt noch mal die fette Saatgutproduktion und davor hatten wir noch mal die fette Düngerproduktion. Da gucken wir dann auch mal. Dann haben wir erstmal genug auf Lager. Dann können wir jetzt beim nächsten Mal die Gärreste und Weizen einer anderen Bestimmung zuführen. Da sind nochmal 26.000 und noch was an Dünger drin. Okay. So. Das passt dann natürlich alles da rein. Das ist ein Fassungsvermögen auch von 50.000. Ich hole jetzt mal hier eben noch den Rest Dünger raus. Wenn ich dann richtig drunter gefahren bin. Jawohl, nochmal 26.000 Liter. Heidewitzka. Raus, 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 raus. Da drüben sind 12.000 noch drin. So, wie viel haben wir denn dann insgesamt? Also 12.000 waren da drüben noch drin. Wo haben wir denn noch Dünger, 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 da Dünger. Ach, da haben wir genug von. Wenn wir 12.000 abziehen, sind wir bei 80.000 Liter. Na komm.
Hier sind auch noch mal, wie gesagt, 12.000 drin. Das wird auch reichen. Wir packen das ins Multilager eben. Und dann gucken wir uns noch mal hier die beim 1050 Vario die Störung an. Bis gleich. Er steht hier vor dem Baum mit dem Gruber, weil er da wenden wollte, um hier auf die Bahn zu kommen. Das ist natürlich blöd. Und da hätte ich dann in der Tat tatsächlich zwei Vorgewände nehmen müssen. Aber gut. Ich muss mir das merken für das Ansehen später. Jetzt fürs Grubbern. Ich behalte es im Auge. Aber Grubbern muss der hier nicht nochmal. Nur mal eben runter. So, Öhrrettich ist untergearbeitet. Ja, 50%. So, machen wir mal eine kleine Bestandsaufnahme hier. Der Drescher steht hier bereit. Da werde ich dann nächstes Mal mit euch zusammen die Ernte der Sojabohnen starten. Hier habe ich den Abfahrer stehen. Ich nehme da extra den kleinen. Der kann da ruhig öfter fahren. Wobei der Ertrag von Sojabohnen hier nicht so hoch ist. Also muss ja auch gar nicht so oft fahren. Der 724 Vario ist fertig mit dem neuen Schwader. Das sieht auch einigermaßen gut aus. In der Mitte lässt sich streiten, ob das gut ist oder nicht. Wir werden sehen. Wenn wir mit dem Ladewagen drüber fahren, dann haue ich den halt zur Not wieder weg, wenn der hier nicht geeignet ist. So, den lasse ich zu Ende grubbern offscreen. Der wird jetzt gleich nochmal in den Bäumen hängen bleiben. Aber dann ist das hier auch soweit vorbereitet, dass man es ansehen kann. Der wird wohl auch nächstes Mal erst zum Einsatz kommen, unser MAN. Vielleicht. Abwarten, was sich so ergibt. Weil wir müssen ja erstmal unsere Erträge alle sammeln und sie dann entsprechend ihren Verwendungszweck zufügen. So, der Roper Tiger 6XL hat seine Arbeit heute auch wieder gemacht. Er ist repariert und gewaschen und eingeparkt. Der Tankzug wird wohl auch zum Einsatz kommen. Nächstes Mal wegen der Dieselproduktion. Gucken wir. Der hat hier Hofdienst im Augenblick. Den schicken wir dann mal los. Das Weizen, was noch da ist, da machen wir mal ein bisschen Mehl raus. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ne? Den lasse ich, wie gesagt, noch fett schweren. Und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter. Gut, das war's für heute von Südhämmern. Wir haben da einen tollen Start hingelegt. Auch wenn da immer wieder ein paar kleine Problemchen aufgetreten sind, die ich nebenbei dann gelöst habe, sind wir doch schon ein Stückchen weit gekommen. Haben so ein bisschen Überblick gewonnen, was hier noch alles zu machen ist und was noch alles fehlt und wie es weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen, weil das meinen Kanal unterstützt. Sowas motiviert ja auch weiterzumachen. Es ist Freitag. Ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende und ein tolles Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in Südhämmern wieder. Ich war, bin und bleib euer Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis bald. Ciao, ciao.